Ja, das nächste Werkzeug ist das Pfadewerkzeug. Hier kann man Formen zeichnen. Ich versuche hier mal ein Herz zu zeichnen. Ich habe jetzt hier mal polygonal rausgenommen. Also ich habe hier einen Ankerpunkt und wenn ich noch einen Ankerpunkt setze, dann habe ich hier dazwischen ein Segment. Und wenn ich ein Herz haben möchte, dann brauche ich erstmal diese Form. Und zum Schließen dieser Form, da muss ich entweder Bearbeiten wählen oder die Steuerungstaste drücken. Dann kann ich also den letzten Punkt und den Anfangspunkt anklicken. Und dann habe ich diese Form hier geschlossen. Beim Bearbeiten-Modus kann ich jetzt noch hier weitere Punkte auf den Linien setzen und entsprechend diese Form hier bewegen. Wenn ich es aber außerhalb von dieser Form bin, kann ich keine zusätzlichen Linien hinzufügen. Das kann ich nur in diesem Design-Modus. So, jetzt möchte ich aber diesen Punkt gar nicht haben. Da kann ich die Umschalttaste drücken und dann kann ich diesen Punkt entsprechend löschen. So, wenn ich jetzt hier die Form ändern möchte, brauche ich wieder den Design-Modus und dann kann ich hier auf die Linie gehen und entsprechend diese Linie hier rausziehen. Und dann vielleicht noch wichtig an den Endpunkten dieses Segments, das sind ja die sogenannten Ankerpunkte, und aus diesen Ankerpunkten kommen Griffpunkte heraus, die mit einer Strecke verbunden sind und die kann ich ebenfalls entsprechend ziehen, sodass sich praktisch das auf diesen Bogen hier auswirkt. Vorteil ist hierbei, wenn ich also hier einen Ziehpunkt habe von diesem Bogen und dann von diesem Bogen, muss man erstmal rausziehen, genau, und ziehe den auf die gleiche Richtung von dieser Linie, dann geht dieser Bogen hier genau in den anderen über. Das kann ich auch hier machen. Ich habe hier diese Linie. Und jetzt diese Linie geht genau in diese über. Das heißt, dieser Übergang hier entsprechend, hier gibt es praktisch keine Ecke oder Stufe oder sowas. Ja, was mache ich jetzt damit mit dem Herzen? Ich kann jetzt sagen, Pfad nachziehen. Vollfarbe, okay, nachziehen und das Ganze wird jetzt schon entsprechend rot nachgezogen. Wenn ich die Pfadauswahl verlasse, zur rechteckigen Auswahl gehe, dann sind auch diese Linien wieder weg, aber mir bleibt hier dieses Herz erhalten. Probieren wir noch eine andere Form, diesmal sage ich hier polygonal. Da ist es so, hier habe ich nur gerade Linien und die kann ich auch schlecht verziehen. Ich brauche jetzt nochmal bearbeiten, um entsprechend die Formen zu schließen. Und wenn ich hier also hingehe, dann kann ich also nur hier diese Form so verziehen. Wenn ich hier einzelne Punkte anwähle, das geht nicht. So, hier diesen Punkt, den lösche ich wieder beim Bearbeiten. Da kann ich hier auch wieder entsprechende Punkte setzen. Allerdings, ich habe hier nur gerade Linien. Es geht also nicht, dass ich hier entsprechend Bögen produziere. Und hier kann ich dann auch sagen, Pfad nachziehen. Und dann habe ich hier entsprechendes Karo-Muster. Das Ganze kann ich natürlich auch entsprechend mit einer Füllfarbe ausfüllen.